In diesem Haus an der Fußgängerzone ist das interessante Film- und Fotomuseum untergebracht. 2500 alte Exponate sind hier ausgestellt. Ein Stück Film- und Fotogeschichte ist zu bewundern. Die Schriftstellerin Clara Fiebig war oft in Bad Bertrich zu Gast. Bad Bertrich war ein wichtiger Ort für sie. Ihr ist hier in diesem Pavillon eine Ausstellung gewidmet. Clara Fiebig schrieb in der inspirierenden Atmosphäre des Kurbades einige ihrer großen Romane, deren Handlung auch in der Umgebung von Eifel, Mosel und Bad Bertrich angesiedelt sind. Sie ergriff in fast allen ihren Werken Partei für die Unterdrückten, die Armen und die sogenannten kleinen Leute. Ihre Bücher zeigen eine genaue Kenntnis von Land und Leuten und der Geschichte der Region um Bad Bertrich.